Ha, schon wieder ein Jahr vorbei. Es kommt mir vor, als ob es jetzt gerade gestern gewesen wäre. Genau, genau. Der letzte Tag im 21. müssen wir noch genießen. Genau, also, ihr wisst jetzt, was kommt. Hä? Das Jahr 2021 ist vorbei. Heute ist Geschichte und es ist Zeit, Danke zu sagen. Danke euch alle. Die letzten Tage, nein, die letzten Stunden vom 21. noch genießen. Die Sonne scheint, es ist richtig herrlich. Da werden wir noch ein bisschen verwöhnt zum Schluss. Ist einfach der absolute Oberhammer. Ja, passt das so, Priska? Ist das gut? Ja. Passt! Was? So! Ja, ist gut! Hast du die Handbremse gut angezogen? Ah, ja, der passt schon! Der ja, passt ja, schon! Ja, passt schon! Meine holde Beine, steige bitte runter von diesem edlen Berg! So, also, Ding da, geh grad! Also, wie gesagt, danke euch alle fürs Zuschauen. Danke euch alle, die mal eine Flasche Wein gekauft haben. Ja, vielen Dank. Und heute ist wirklich ein super, super schönes Wetter. Ihr müsst mal schauen. Es könnte nicht schöner sein. Wirklich. Nicht. So viel Sonne an einem Tag haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja, es war nur grusiges Regenwetter. Ja, also, ja, es war nicht mal kalt. Also, es war ja furchtbares Wetter. Also großes Highlight. Schau mal. Heute machen wir mal so eine schöne Bottiglia auf. Und zwar mit einem richtig professionellen Flaschenöffner. Natürlich Andis Lieblingsspielzeug. Weißt du was? Heute mache ich mal so. Ich darf gar nicht schütteln. Heute machst du mal die Flasche auf, Priska. Kann ich machen, ja. Zum Zeigen. Es ist total einfach. Total einfach. Keine große Sache. Die größte Schau am Silvesterabend heute Abend. Ja. Könnt ihr mal probieren. Man kann fast nichts falsch machen. Das ist so. Außer du schüttelst jetzt noch eine Runde. Hey, holala, holala. So, also machen wir ein bisschen positionieren. Ja. Mal schauen hier. Und jetzt ist das neue Jahr. Das neue kommt. Ja, und nicht mehr lange. Ja, und wir haben uns auch gedacht, vorhin haben wir noch darüber geredet, was war für uns im 21 das Highlight? Das Highlight. Wir fangen mal mit den schönen Momenten an. Die schönen Momente, die einem Freude machen. Und sagen, hey, 2021 war ja doch nicht so ein scheiß Jahr, oder? Mhm. Das habe ich jetzt einfach so gesagt. Ist mir ausgerutscht, ganz spontan. Ja. Also, bitte, deine schönsten Momente im 2021? Ja, ich muss jetzt zuerst ein bisschen studieren. Also nicht, dass es uns nicht gut ginge und so, nicht wegen dem, aber was war wirklich toll. Und ich muss ja sagen, das Schönste am 21 war bei uns, dass wir so viel fortgehen konnten. Also wir blieben immer in der Schweiz, aber so ein bisschen Ferien da, Ferien dort in der Schweiz. Das war wirklich sehr, sehr schön. Yeah. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist auch das, was ich auch gesagt habe, heute Morgen einen Kaffee trinken. Ja. Was war das Schönste? Und dann bist du auch so, da muss man schon ein bisschen überlegen. Und auch das ist, glaube ich, gleicher Niveau, gleicher Stil. Ja. Auch die Ferien in der Schweiz, super, super, super toll gewesen. Ja, am Brienzersee, am Vierwaldstättensee, ja, bei den eigenen Worten dabei. Und eigentlich wollten wir noch schlitteln für 2 Tage, aber leider war es also nass. Es war zu warm, es hat reingeregnet und leider waren die Schlittelpisten zu. Ja, dann sind wir halt einfach ein bisschen, wo waren wir? Käseruck oben, 2000 irgendwas viel Meter. Ja, ein bisschen Schnee wandern. So, und jetzt kommen wir zu dem traurigen Lachen. Was nicht so toll war. Die schlechteste Mal, oder was, wieso ist 2020 ein spezielles Jahr, genau. Abgesehen von Corona. Ja. Priska. Also für mich der schlimmste Moment eigentlich in diesem Jahr war während der Taubenernte. Eigentlich ziemlich klar, da war wirklich, war wenige Trauben und keine schönen Trauben. Und ja, das war für mich eigentlich der schlimmste Moment im 21. Und bei dir? Bei mir ist, ja,
das gleiche Thema, nur ist es bei mir ein bisschen früher gekommen. Ich habe es schon gesehen im Sommer. Im Sommer habe ich gesehen, ich habe es auch ein, zwei Filme gemacht, dass wir eine riesige Katastrophe reinkommen. Das ist ja die Feuchtigkeit ist gekommen, hat diesen falschen Mehltaupilz extrem gefördert. Also der falsche Mehltaupilz hatte extrem Freude, hatte noch nie so ein gutes Jahr. Und ich habe schon gesehen, dass dort eigentlich fast keine oder sehr wenig Trauben geben wird oder dass es ein riesiges Problem gibt. Aha. Aber ich denke, das ist ja das Schlechteste, oder? Und, ja. Und viele, ich weiß, viele fragen, jetzt nächstes Jahr und so ist kein Problem. Wir machen mal ein Video und zeigen, wie unsere Versicherung ist. Das heute ist gar nicht das Thema. Heute geht es ja nur um 2021 den Arschtritt geben und voller Freude ins neue Jahr 2022 hineinzufahren. Das Jahr 2022 wird garantiert besser. Es kann nur besser kommen. In allen Lagen, in allen Situationen. Ja, das ist so. Das muss so sein. So, jetzt müssen wir endlich mal die Schaumweinflasche aufmachen. Und ein bisschen macht man breit. Sie macht das Müsletbrett. Sie sucht einmal die Narbe. Und ja, 2000. Ich hoffe, ihr habt auch ein gutes Jahr. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Lust habt, was euch gut gefallen hat, ihr könnt auch reinschreiben, was euch nicht gefallen hat. Ihr könnt auch reinschreiben, was wir bei uns im Videokanal nicht gut gefallen hat. Könnt auch mal reinschreiben, oder was gut gewesen war. Und einen Daumen nach oben. Ist egal, macht irgendwas. Habt Spaß und Freude daran. Hast du es bereit? Minuten kann ich noch aufnehmen. Start. Sollte gehen. Gut, also. Machen wir es nochmal. Also, zweiter Anlauf. Ihr seht, wir haben bereits eine Flasche geöffnet. Das war eigentlich nicht als Testlauf gedacht, sondern das Handy hat einfach abgestellt. Also einfach aufgehört zu filmen. Jetzt haben wir aber noch eine zweite dabei. Also, es gibt immer einen Grund zum Feiern. Ja. Das müsst ihr wissen. So, also Priska, du machst jetzt die Ehre, du machst auf. Eben, wir haben ja alles erklärt, aber das habt ihr gar nicht mitbekommen. Eben, wie gesagt, wichtig ist vorhin, also am Anfang den Schaumwein nicht schütteln. Und dann müssen wir die Narbe suchen von der Flasche. Die Flasche ist ja in zwei Teile, die zusammengeklebt werden. Und hier hat es jetzt die schöne, wunderschöne Narbe hier drauf. Ich weiß nicht, ob ihr sie so seht. Hier da. Und dann können wir mal ganz vorsichtig. Hast du festgeschüttelt, als du den Wein geholt hast? Praktisch nichts. Praktisch nichts. Sollte gehen. Ich vertraue dir jetzt. Hoho. Also, dann machen wir oben das Müslet wieder drauf, an. Hier in die oberhalb von dieser Kante. Denn diese Kante hier, Entschuldigung, dass ihr das besser seht, diese Kante hier, ganz wichtig, hier reinschlagen. Dann spickt das Ding hier oben ab. Genau. Und das Müslet muss man wegnehmen. Manchmal bleibt hier unten bei der Kante ein bisschen eine ganz, 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 ganz scharfe Kante. Und wenn sich das Drähtchen hier drin verhakt, gar nicht gut. Ja, dann explodiert alles. Also. So, also. Und wichtig ist, nicht mit voller Kraft. Die Technik ist eigentlich das Wichtigste. Moment, wir gehen ein bisschen weiter nach unten. So, Achtung, super. Ich mache mal ein bisschen Umschalk. Ah, schönes Wetter. Wichtig ist, mit einer Linie nach das Bein durchziehen. Schön in einem Schlurz durchziehen und dann geht sie fast von alleine. Du kannst es mal machen. Ich hoffe, ihr habt Priska gehört, das Mikrofon ist die falsche Seite. Einfach falsche Seite. Einfach. Ich mach es einfach. Und los. Woo! Jawohl! Wow, wunderbar. Hat super geklappt. Super easy, habt ihr gesehen. Das kann jeder. Und jetzt müssen wir schauen hier. Eigentlich müsste man sagen, das ist eine ganz schwierige Technik, das können nur die Geübten. Nein, das müsst ihr sagen, wenn ihr das macht. Das ist eine ganz schwierige Technik, das können nur die Geübten. Genau. Aber ich weiß es ja. Nein, es ist wirklich keine große Sache. Also, sitzen wir auf? Möchtest du drauf sitzen? Ja. Jetzt sitzen wir ein bisschen hier hin.
müssen eh noch das Finalbild machen. Ein bisschen anstoßen. Anstoßen auf das neue Jahr 2000. Auf das neue, noch viel danke viel mal. Jahr. Ja. Also. Hey, also wir müssen uns auch anschauen. Genau. Und auf euch. Auf euch. Vielen danke vielmals für eure Treue, dass ihr hinter uns gestanden habt, in allen Situationen, dass ihr uns zugeschaut habt. Und uns gegenseitig irgendwie motiviert habt. Genau. So bleibt uns das Jahr 2021 in Erinnerung. Ja. Und wir stoßen es einfach nochmal an auf das neue Jahr. Genau. Morgen ist alles besser. Was, das Lass von meinen Morgen ist alles besser. Morgen ist auch ein neues Jahr. Zum Wohl. Also zum Wohl. Prost miteinander. Also das ist wirklich ein schöner Abschluss dieses Jahr. Ja, auch das Wetter stimmt. Also das Wetter, ja, wirklich. Also echt, echt schön. Da kann man gleich ein bisschen Energie tanken. Ja. Sonne tanken. Ja, heute wird ein cooler Tag. Heute kommen die Freunde, Familie vorbei. Ja. Ein bisschen spazieren, wandern, genau. Feuer machen, ja. Aperol trinken. Und genießen. Ja, ich denke, wir machen fertig für heute. Ich habe wieder lang geschwafelt. Genau. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Ja, wieder ein bisschen. Ja, und auch, wir werden wieder ein bisschen mehr Filme machen, ganz klar. Wir waren jetzt seit dem Herbst wirklich, haben wir extrem abgegeben. Es war auch, die Ernte und so war nicht so toll, hat mich ein bisschen demotiviert, ehrlich gesagt. Und ja, aber wir hatten eine schöne Weihnachtszeit, jetzt eben Silvester, und dann starten wir voller Elan und neuer Frische durch. Genau, das ist unser Vorsatz für das neue Jahr. Genau. Dann haben wir auch schon. Ja, sonst mache ich keine Vorsätze für das neue Jahr. Nein. Aber das ist ein guter Vorsatz. Wir nehmen euch wieder mehr mit und zeigen euch wieder mehr und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Genau, also danke vielmals fürs Zuschauen. Und macht es gut, alles Gute. Tschüss. Und guten Rutsch. Gut rüber. Tschüss. Sofort abschalten. Tschüss.